Hallo ihr Lieben, wir sprechen heute mal über ein sehr, sehr wichtiges Thema für euch als Schüler. Und ihr fragt mich auch immer wieder bei Insta, wie kann man effektiver lernen? Was für Tipps habe ich bezüglich Lernstrategien, Lerntechniken und so weiter? Und ja, heute mache ich das Video für euch mit drei Lernstrategien, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Weiß ich nicht, könnt ihr mir gleich mal unten in die Kommentare reinschreiben. Die auf jeden Fall für mich gut funktionieren, die auch für meine Coaches im Coaching gut funktionieren und die ich auch im Coaching anwende. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Let's go mit dem Video. Die erste Strategie, die ich heute für dich habe, und ich finde, das ist eins der wichtigsten Tools, um effektiver zu lernen, ist oder sind Deep Work Phasen. Vielleicht kennst du diesen Begriff schon, wenn du mich ein bisschen länger schon verfolgst auf Insta oder hier bei YouTube vielleicht ein paar Videos kennst. Ich spreche eigentlich sehr viel über Deep Work Phasen, weil ich das für mich selber auch ganz, ganz oft anwende. Die Workphasen sind ungefähr 1 bis 2 Stunden quasi Lernblöcke, die du in deinem Kalender auch planst. Also das heißt, du hast eine Anfangs- und eine Endzeit. Und wenn du in die Workphase reingehst, stellst du dir auch am besten einen Timer. Und ganz wichtig in der Workphase ist, dass du jegliche Ablenkung ausschaltest. Das heißt, dein Handy auf jeden Fall weg, also zumindest irgendwo hinpacken, wo du nicht direkt drauf guckst. Ich zum Beispiel lege das Handy manchmal einfach unter eine Decke oder sowas, dass ich auch nicht daran erinnert werde, dass das Handy gerade da liegt. Denn manchmal ist es so, vielleicht kennst du das auch, du denkst die ganze Zeit nicht an dein Handy, weil du gerade irgendwas machst und siehst dann dein Handy und denkst dir so, oh, ich könnte mal kurz zu Insta, ich könnte mal kurz bei TikTok gucken oder sowas oder mal kurz bei YouTube. Und dann versagst du dafür eine Stunde oder sowas. Also so geht es mir ganz oft. Das heißt, wenn du dein Handy nicht siehst, wirst du nicht so krass daran erinnert, dass dein Handy da ist. Also pack dein Handy irgendwo hin, wo du es nicht siehst. Und für die Deep Work Phase kannst du dir aber deinen Timer stellen auf dem Handy. Mach das Handy lautlos, wenn du es nicht unbedingt ausmachen willst. Also ich habe mein Handy komplett immer lautlos. Und stell dir einen Timer für die Deep Work Phase, wenn du anfängst. Je nachdem, wie lange du die Deep Work Phase machen möchtest, 1 Stunde oder bis zu 2 Stunden oder auch vielleicht ein bisschen weniger, da komme ich gleich nochmal dazu, wie ich das auch noch anders für mich nutze, so eine Deep Work Phase. Und das ist dann für dich so eine Lernphase, wo du wirklich ganz konzentriert und fokussiert an einem Thema arbeitest. Und in dieser Deep Work Phase ist das Handy komplett tabu, also pack's wirklich ganz weit weg und informier vielleicht auch deine Family oder sowas, je nachdem, wer mit dir zusammen wohnt, dass du in dieser Zeit ganz konzentriert arbeiten möchtest und nicht gestört werden möchtest. Eventuell hängt sogar vielleicht ein Schild an deine Tür, schließt deine Tür ab oder sowas, damit du da wirklich deine Ruhe hast und in so einen Flow-Zustand kommen kannst, denn das ist das, wobei dir die Workphasen helfen, dass du in so einen Flow-Zustand kommst und deine Konzentration trainieren kannst. Das wird sich vielleicht am Anfang ein bisschen komisch anfühlen, aber du wirst sehen, wenn du das öfter machst, dann wirst du dich dran gewöhnen, deine Konzentration wird ganz schnell viel, viel besser. Plane dir ungefähr 2 bis 3 Deep Work Phasen pro Woche ein. Das reicht auch und auch nur eine Deep Work Phase pro Tag. Es sei denn, du hast keine Schule und du willst dich zum Beispiel auf ein Abi vorbereiten oder sowas, dann kannst du das natürlich auch ein bisschen ausdehnen. Aber für die meisten müsste das reichen, wenn man so 2 Deep Work Phasen in der Woche hat und jeweils vielleicht 1 Stunde. Dass man wirklich ganz konzentriert an einem ganz wichtigen Thema arbeitet. Das, was sozusagen gerade das Wichtigste ist, was die wichtigste Note irgendwie bringt oder was auf jeden Fall fertig werden muss und wo man eine gute Konzentration braucht. Das ist die eine Art, wie du die Workphasen nutzen kannst. Ich habe die Workphasen für mich auch noch anders uminterpretiert sozusagen. Und ich benutze sie, wenn ich zum Beispiel, also das ist die geplante Art und die spontane Art wäre, wenn du zum Beispiel Motivationstief hast und das haben wahrscheinlich ganz viele Leute und ich habe das auch öfter. Also es geht nicht darum, dass man dann motiviert ist, sondern dass man irgendwelche Tools an der Hand hat, dass man dann motiviert ist. Ja, und da sind die Workphasen ein Tool dafür, dass du vielleicht in die Motivation kommen kannst oder zumindest, dass du dich in diesen Arbeitsprozess reinholst und Sachen abarbeitest, die wichtig sind. Und zwar mache ich das so, dass ich mir meinen Timer stelle. Also wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt zum Beispiel ein Video schneiden und ich schiebe das den ganzen Tag vor mir her und ich denke mir so, nein, ich muss es jetzt machen. Dann denke ich mir, okay, dann mache ich jetzt die Workphasen und baller das sozusagen jetzt durch, damit es endlich vorbei ist. Und ich mache die Deep Work Phasen ganz klein. Ich mache da wirklich so 10-Minuten Blöcke draus. Du kannst auch 5-Minuten Blöcke draus machen. Stellst einen Timer und ich habe eine Funktion in meinem Handy, wenn der Timer dann sozusagen, also ich mache den Timer an, dann gehen 10 Minuten vorbei und dann klingelt der und dann kann ich den neu starten. Und ich mache quasi eine Deep Work
Einheit. Also ich versuche wirklich, mich zu zwingen in dieser Zeit, Handy weg, also alle Regeln, die ich dir gerade erklärt habe, Handy weg, mich krass zu fokussieren, nichts anderes dabei zu machen. Und dann klingelt der Timer und dann gucke ich, okay, ich mache einen Neustart, ich mache wieder von vorne oder ich mache einen kurzen Break, gehe was essen, gehe was trinken, Pipi-Pause, Fenster auf, I don't know. Und dann geht es wieder weiter, immer wieder Neustart, 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 dass du immer wieder durch diesen Timer wirst du immer wieder erinnert, so, okay, du könntest jetzt aufhören, aber du kannst auch weitermachen. Guck mal halt, wie weit du jetzt gerade bist. Und mir hilft es total, so ungefähr, ich brauche ungefähr so zwei, drei von diesen Phasen, also ungefähr eine halbe Stunde, bis ich wirklich auch in diesem Prozess drinne bin, dass ich den Timer nicht mehr brauche. Also das als Tipp, wenn du öfter mit Struggles, dann probier mal solche kleinen Deep Work Phasen, also solche spontanen Deep Work Phasen aus, vielleicht helfen sie dir. Diese spontanen Deep Work Phasen kannst du also benutzen, wenn du zum Beispiel irgendwelche Sachen einfach nur abarbeiten musst, wenn es eher kleinere Aufgaben sind. Für Hausaufgaben zum Beispiel, wenn du mehrere Fächer hast, überall hast du so ein paar Aufgaben, leg dir alles bereit, stell dir deinen Timer und dann los geht's. Und dann kannst du immer wieder abhaken, wenn du was erledigt hast. Und dann siehst du auch deinen Progress, also dein Fortschreiten sozusagen. Und dann siehst du, okay, wie viel muss ich noch machen? Und dann hast du mehrere Motivationstools eigentlich dann so in einem drin. Die zweite Lernstrategie, damit das Lernen effektiver wird und du nicht so viel Zeit verlierst beim Lernen und mehr Freizeit hast, ist die Reduced Learning Methode. Die habe ich so genannt, weil ich sie während des Coachings entwickelt habe und damit arbeite mit meinen Schülern. Die Idee von dieser Methode ist, das Lernen zu reduzieren auf die wichtigsten Sachen, denn ich habe festgestellt, dass im Unterricht sehr, sehr viel einfach gelabert wird, was dann eigentlich gar keine Relevanz hat und die Schüler sich manchmal fragen so, hä, warum? Und so kannst du sozusagen den Lernstoff reduzieren auf die allerwichtigsten Sachen. Dazu kannst du zum Beispiel im Unterricht schon vorarbeiten, wenn ihr zum Beispiel Theorie besprecht oder sowas, ja. Dass du dir da irgendwelche Vermerke dran machst, dass das jetzt quasi wichtig ist. Und alles, was so der Lehrer vielleicht noch so an Geschichte mit dazu erzählt und sowas, was eigentlich nicht relevant so richtig ist für dein Verständnis für Mathe, also ich kann jetzt nur von Mathe reden, von den anderen Fächern kann ich jetzt nicht unbedingt reden, aber da könnt ihr das genauso anwenden, ja? Die wichtigsten Sachen, die Grundlage davon ist eigentlich so ein bisschen das Pareto-Prinzip, das 80-20-Prinzip. Die 20 wichtigsten Sachen bringen euch schon 80% des Erfolges. Und deswegen müsst ihr diese 20% wichtigsten Sachen rausfinden. In Mathe kann ich euch sagen, was da wichtig ist, je nachdem, in was für eine Klassenstufe und so, in was für eine Situation ihr seid, das rauszufinden. Denn dann habt ihr schon zumindest eine 3 auf jeden Fall als Note. Und die anderen Sachen, was dann quasi noch, was ihr euch dann nicht anguckt, was dann quasi noch fehlt, ja, ist dann wirklich dieses Stückchen hin zur 1 und zur 1 plus hoch. Das Reduced Learning wende ich an, wenn Schüler zu mir kommen, die wirklich sehr, sehr schlechte Mathe sind, die einfach zumindest erstmal versetzt werden müssen in ein anderes Schuljahr. Also, dass wir dann gucken, okay, was sind jetzt die wichtigsten Sachen, die wir safen müssen, damit der Schüler erstmal in so wenig Zeit wie nur möglich, den meisten Lernerfolg hat. Das stellt sich meistens während des laufenden Schulstoffes raus, dass eventuell irgendwelche Basics fehlen. Das ist meistens so, wenn man in Mathe nicht so gut vorankommt oder wenn man eine schlechte Note in Mathe hat, dass die Basics fehlen. Und anhand des laufenden Stoffs findet ihr sozusagen raus, was noch fehlt an den Basics. Und dann könnt ihr, ja, diese Sachen safe. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr ein paar von den Basics schon drauf habt, habt ihr schon ein besseres Verständnis auch für schwierigere Themen. Und da könnt ihr so vorgehen, dass ihr erstmal die Theorie habt und saved und dann geht ihr in so Basic-Aufgaben und dann versucht ihr so schnell wie es geht, in schwierigere Aufgaben reinzugehen, denn ihr braucht nicht die ganze Zeit in so leichten Aufgaben rumdümpeln und damit Zeit verlieren, weil, Leute, Zeit ist das Wichtigste, das Kostbarste, was ihr habt. Und je weniger ihr lernen müsst, desto mehr Freizeit habt ihr und desto mehr könnt ihr machen, was ihr wollt und müsst nicht mit Schulaufgaben eure Zeit verbringen. Und mit der Reduced Learning Methode trainiert ihr gleichzeitig auch noch einen sehr wichtigen Skill, eine wichtige Fähigkeit, und zwar die Fähigkeit, sich auf die wichtigsten Sachen zu fokussieren und sich nicht in irgendwelchen Details oder sowas zu verlieren, um an das Ergebnis zu kommen, was man möchte. Vor allem ist es wichtig, wenn ihr nur sehr wenig Zeit habt, euch zum Beispiel auf eine Klausur vorzubereiten oder auf irgendeine Prüfung, aufs Abi oder so, oder wenn ihr super viel Sachen habt, die ihr lernen müsst und nicht so viel Zeit habt, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, dann müsst ihr gucken, dass ihr Sachen irgendwie reduziert und dann müsst ihr die Fähigkeit haben, die wichtigsten Sachen rauszufinden, die wirklich so der Game Changer sind. Und die dritte Strategie, mit der ihr das Lernen effektiver gestalten könnt, ist das Batching.
Ja, ich weiß, ich habe sehr viele englische Begriffe, aber das liegt daran, dass ich mich sehr viel, dass ich mir sehr viel englische Quellen quasi anschaue und lese und mir da die ganzen Infos herhole. Denn das sind meistens auch Strategien, die hier in Deutschland noch nicht so praktiziert werden. Und das ist das, was ich euch hier mit auf den Weg gebe. Also das Batching, das bedeutet so viel wie stapeln. Und dahinter steckt, dass ihr gleichartige Aufgaben quasi stapelt, also zusammenfügt in eine Arbeitseinheit, die ihr habt, zum Beispiel eine Deep Work-Phase und diese Aufgaben dann auch zusammen erledigt. Denn wenn ihr verschiedene Aufgabentypen immer wieder hin und her switcht, zum Beispiel einmal müsst ihr Theorie ausarbeiten, dann müsst ihr einmal einen Text schreiben, dann müsst ihr einmal Vokabeln lernen. Ja, wenn euer Gehirn muss da immer wieder in andere Skills quasi reinrutschen und sich immer wieder auf diese unterschiedlichen Aufgabentypen neu konzentrieren und damit verbraucht ihr mehr Zeit und mehr Energie beim Lernen und ihr könnt es viel effektiver machen, indem ihr einfach so eine Batch Learning quasi betreibt und euch überlegt, okay, was sind jetzt die ganzen Aufgaben, die ich machen muss, dann strukturiert ihr euch das, was ist ungefähr so das Gleiche und dann arbeitet ihr sozusagen, wenn ihr Vokabeln lernen müsst, ihr müsst vielleicht in Englisch und Französisch Vokabeln lernen, dann arbeitet ihr das einmal komplett miteinander ab oder ihr müsst da einen Text schreiben und da noch einen kurzen Text schreiben, dann habt ihr auch da wieder so wie so eine Sta wie so ein Stapel und das arbeitet ihr auch hintereinander weg, einfach ab. Damit minimiert ihr die Energie, die euer Gehirn immer wieder aufbringen muss, um sich auf neue Sachen einzustellen und ihr könnt damit auch die Zeit, den Zeitverlust minimieren, den ihr zwischen den Aufgaben habt, wenn ihr hin und her switchen müsst. Für das Batching braucht ihr erstmal auch eine gute Planung. Also überlegt euch, brainstormt einfach mal, was müsst ihr machen für Sachen, was für verschiedene Fächer und sowas. Schreibt jetzt erstmal alles auf, eure ganzen To-Dos und dann schaut in euren Kalender, wo könnt ihr das vielleicht einplanen als Lernphasen, wenn ihr das machen wollt. Ansonsten macht das einfach spontan und überlegt euch, okay, wie macht es jetzt Sinn, womit zu starten und was dann und was dann und was dann. Also, dass ihr wirklich so eine logische Reihenfolge habt und zum Beispiel könnt ihr das strukturieren in, ich muss erstmal Theorie ausarbeiten für das und das alles. Dann macht ihr das. Das habt ihr quasi wieder einen Stapel. Dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Theorie ausgearbeitet habt, dann geht ihr weiter zum Next Step, zum nächsten Schritt. Ich mache so viel Englisch, ja, tut mir leid, gewöhnt euch dran. Dann macht ihr das Ganze auswendig lernen, das könnt ihr auch in einem Rutsch quasi machen. Und dann auch, wenn ihr Aufgaben rechnet, zum Beispiel jetzt auf Mathe bezogen, dass ihr das auch dann hintereinander wegmacht. Denn ihr verliert viel Zeit, wenn ihr in Mathe zum Beispiel in einem Thema drin seid und ihr macht zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, irgendein Thema und dann macht ihr die kurze Theorie, was vielleicht 5 Minuten Theorie sind, dann lernt ihr die auswendig, dann geht ihr direkt in die Aufgaben rein, dann macht ihr wieder das nächste Theorie und so weiter. Da verliert ihr viel mehr Zeit, als wenn ihr ein großes Themengebiet nehmt, euch die ganze Theorie rausarbeitet, dann die Theorie erstmal lernt, weil dann habt ihr auch wie so ein Wissensnetz sozusagen, wie das alles auch zusammenhängt. Das ist auch immer wichtig, das zu machen. Das ist auch eine Form von Batching, also zu gucken, wie ist so der große Überblick über das Ganze. Und dann, ja, die Sachen auszuführen. Mit einer Deep Work-Phase am besten und nach dem 80-20-Prinzip mit der Reduced Learning-Methode. Und dann dürftet ihr eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit fürs Lernen verbrauchen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob diese Lernstrategien für euch Sinn machen, ob sie euch geholfen haben, das Lernen effektiver zu gestalten. Für mich funktioniert das, für viele meiner Schüler funktioniert es auch im Coaching. Ich habe diese Strategien noch nirgendwo geteilt so richtig, außer die Deep Work-Phasen, darüber habe ich öfter mal geredet. Deswegen bin ich auf euer Feedback gespannt. Und ja, dann danke fürs Einschalten, dann sehen wir uns im nächsten Video.